Peggy 18. Techland. Nvidia GeForce RTX. Intel. Republic of Gamers. Und powered by Wise. Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Boah, Alter. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Und damit willkommen zu Dying Light 2. Stay human. Alter. Ja, dieses Spiel, bla bla bla, das wird sowieso gleich weggeskippt automatisch. Ja, ich konnte nicht ganz mein Maul halten, leider, in der Erzählung. Weil, boah, die Szene gerade, ne? Mit der Enthauptung von einem Zombie. Ich weiß nicht, ob das Spiel generell so brutal wird, aber ich gehe mal davon aus, ich habe die unzensierte Version gekauft, beziehungsweise über einen Key gekauft und dann auf Steam aktiviert. Also weiß ich nicht, wie krass das Ganze hier wird. Auch an dieser Stelle wieder, das Dingen hier wird ab 18 sein. Also bitte nur Leute zuschauen, die wirklich 18 sind. Ich weiß, es wird wieder niemanden interessieren. Aber gut, mehr als sagen kann man es nicht. Ich bin damit auf der sicheren Seite. Und, Alter, ne? Die Dying Light Mucke gerade. Holy shit. Mega nice. Mucke? Warum sage ich das? Egal. Die Dying Light Musik gerade. Es hat mich schon wieder so krass gehypt. Und diese Musik hier, die gerade auch schon eingespielt wurde, ist auch mega, mega nice. Ich bin mal gespannt, was das Spiel so zu bieten hat. Ich habe noch nichts gespielt, ich habe noch nichts gesehen, außer einen Screenshot, glaube ich, und halt diesen Hauptscreen hier, weil ich halt vorher einstellen musste. Ich hoffe, das passt alles so, aber ich denke, ich werde das hinterher noch vernünftig nachjustieren, wenn es irgendwie kacke ist. Aber genug gelabert, lasst uns ins Spiel gehen. Wir spielen das Ganze hier auf normal. Ich habe ja schon mal gezockt.
Schmer vor allem. auch schwer möchte ich das hier nicht spielen, weil es soll auch nicht frustrierend sein. Ich denke, fürs Let's Play ist es immer gut, das dann doch einfacher zu halten, als es sein muss. Damit geht es los. In die Welt von Dying Light 2. 2036. 15 Jahre nach dem Untergang. Und wir hören jemanden rennen. Ist das unser Charakter? Oder ist das irgendwer? Ja, wir sind das wahrscheinlich, ne? Dass er aus First Person ist. So, wo ich es gerade nochmal sehe. Die Kamerafahrten sind auch mega nice hier. Also, wie er mit den einzelnen Perspektiven gespielt wird. Geil. Echt sehr nice. Feier ich. Ich hoffe, das bleibt so. Aber wenn ich das hier sehe, dann gehe ich mal davon aus. Du hast immer noch drauf. Na, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger... Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Ich habe jetzt... Dying Light, will ich kurz sagen. Ich habe jetzt Dying Light... Laggt das? Ich weiß nicht, ob das laggt. Ja, weiß nicht, ob das laggt oder ob es einfach nur Motion Blur ist. Will Motion Blur nicht haben. Wachen. Ja, Wachen leisten. Oh nee, bitte. bitte. Bitte, bitte. Keine cringy Übersetzung. Dankeschön. So, wo ist Motion Blur? Heißt das überhaupt Motion Blur oder heißt das Bewegungsunschärfe? Heißt wahrscheinlich Bewegungsunschärfe, ne? Scaler-Modus, Körnigkeit, Farbenblind, Lösung. Wo ist der Scheiß? In HD ist es safe nicht. Achso, ich habe das hier übrigens extra ausgelassen. Streaming-Modus ist aus, weil wir hier alles hören möchten. Wir möchten alles hören. Es kann gerne geclaimt werden, wie sie wollen. Ich verdiene sowieso noch kein Geld hier mit, also ist das alles okay. Jetzt frage ich mich, wo ist Motion Blur? Okay, ich schaue noch mal ganz schnell durch hier. Vertikale Synchronisation, ne? Upscaler. Hört aus. Okay, HD ist es. Ich schaue einfach mal durch. Nein. Bevor die da irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Quatsch gemacht haben. Einfach nochmal durchschauen. Lautstärke. Nee, kann man das nicht ausstellen? Komm schon. Ich hasse Motion Blur so hart. Aber gut, ich werde mich wahrscheinlich dran gewöhnen müssen. Weil, so wie es ausschaut, kann man das Ding hier nicht ausstellen. Und, Alter. Die Welt sieht auch schon wieder ultra geil aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gesagt habe, aber ich habe Dying Light schon länger nicht mehr gespielt. Heißt, ich werde nichts mehr über die... Ja, ich werde nichts mehr über die Charaktere wissen. Und Gameplay muss ich wahrscheinlich auch erstmal noch rein, erstmal wieder reinfinden. Also, sorry, falls ich einige Sachen nicht wissen sollte, beziehungsweise nicht auf Anhieb können sollte. Und was ist das da unten? Irgendwie aus wie so ein D-Pad von einem Controller. Danke. Schön, dich okay. Zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Aber es fällt nicht. Aber werd jetzt nicht sentimental. So, wer ist Aiden? Wirst schon sehen.
Es ist unglaublich. Ich glaube, Spike kenne ich noch, aber bei Aiden... Die meisten Helden schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du Aiden auch? Weiß ich nicht mehr genau, klar, wer das ist. Der Hammer. Na klar, ja. Stimmt. Echt jetzt? Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wer nicht hochgehen wollte. Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Okay. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Nee. Auf keinen Fall. Eigentlich nicht. Ich schaue die ganze Zeit da rein. Er ist direkt vor uns. Oh Mann, ey. Ziel aktualisiert. Sammeln Sie Honig und Kamille. U gedrückt. Nee, ah nee, nicht gedrückt halten. Okay. Ich dachte, wir werden jetzt hart verfolgt. Aber anscheinend nicht. Was hier? Ah, wir müssen aber F gedrückt halten. Okay. Interessant. Und schon wieder Honig. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas... Jetzt safe irgendwas bringen, das... es wird uns safe irgendwas später bringen. Nur ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll es ist, hier wirklich alles mitzunehmen. Ja, wo ist denn Kamille? Ich spam einfach mal Q. Und laufe ein bisschen durch die Gegend. Aber finden tue ich hier nichts. Ich hatte sowieso schon auch Schwierigkeiten in Dying Light 1 die Sachen zu finden mit dem Überlebenssinn. Oder manchmal Schwierigkeiten. Oder immer mal wieder, wer auch immer. Auf jeden Fall war es mir manchmal echt peinlich, dass ich einige Sachen nicht gesehen habe. Hä? Das könnte jetzt hier auch schon wieder sein, aber... Ich weiß echt nicht, wo er was sein soll. Wo ist das denn? Mann, ich find's nicht. Du siehst aus, als würdest du das zum ersten Mal machen. Ja, tue ich ja auch, Mann. Okay, nicht ganz. Ich hab's in Dying Light 1 gemacht. Aber ja, wo ist es? Wo ist Kamille? Ja, keine Ahnung. Also, wo zum Teufel ist das? Ich hasse Motion Blur. Ich hasse es so hart. Ich merke es die ganze Zeit einfach und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich stark, es wird besser mit dem Motion Blur. Aber wie gesagt, dann müssen wir hier ein bisschen weiter weg von ihm. Ich dachte, es wäre da in der Nähe. Kann auch sein, dass hier hinten noch irgendwas ist. Zum Teufel. Wo ist das? Ey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier im Tutorial schon erstmal Schwierigkeiten habe. Alter! Ich denke auch nicht, dass es ein Bug ist. Weil das wäre echt ein bisschen arm. Für so ein Top-Notch-Game. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo hier was sein soll. Bin jetzt bis nach hier hinten gerannt. Und, ich finde nichts. Vielleicht dann nochmal in die andere Richtung? Ich dachte jetzt schon, wir kommen nicht mehr hoch. Okay.
Camilla. Du weißt doch, wie Camilla aussieht, oder? Ja, schon, aber ich kann es halt nicht in dem, in dieser Sicht orten. In der, in dem Überlebenssinn. Sehe ich es nicht. Oder wird das nicht mehr markiert? Wurde das nur einmal markiert? Also wir hätten hier ruhig ein paar mehr hinmachen können, damit man hier nicht so lange suchen muss. Okay, das, das ist nervig. Das ist ultra nervig. Also, wenn es schon so losgeht hier mit dem Game. Ich habe mich eigentlich auf das Spiel gefreut. Aber das ist uncool. Die Vieh. Moment mal, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hier ist so viel auf einer Stelle. Ne, als ob ich das hier oben nicht gesehen habe. Oh, okay. Ich habe mich wahrscheinlich so die ganze Zeit umgeschaut. Ja, halt's mal. Mann. Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Ich habe mich wahrscheinlich so umgeschaut und hab nicht nach oben geguckt. Mann, ey. Ja, okay. Wir haben einen neuen Entwurf erhalten. Alles klar. Aber das ist eine wertvolle Lektion, denke ich. Immer überall hinschauen und nicht nur auf den Boden. Da, wo man es eigentlich erwartet. Sondern auch ruhig mal sich vernünftig umschauen. Bewegen Sie den Cursor jetzt auf den Arzneientwurf. Und herstellen. You never forget the first. Okay. You never forget your first. Wir sind fast da. Alles klar. Oh Mann, ey. Das hat jetzt viel zu lange gedauert schon wieder. Wie? Ich nehme schon 18 Minuten auf? Ja, wow. Cool. Also 18 Minuten aufgenommen und hier für 10 Minuten rumgehampelt. Echt so blöd war, um Camille zu finden. Aber die Parts werden etwas länger. Ups. Ah, mit E kann man zutreten. Die Parts werden etwas länger. Von so eine halbe Stunde. Ich denke auf jeden Fall eine halbe Stunde immer. Weil wir sonst nicht vorankommen werden, denke ich. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Ziemlich geil. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Das wäre in so einem postapokalyptischen Setting echt geil, das einzunehmen, so als Basis, ne? Ah, okay, ich dachte, wir kommen da rein. Man merkt einfach, ist abgeschlossen. Oh, dann versuchen wir trotzdem weiter da durchzukommen. Ja, hat ein bisschen keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich halt, dachte ich halt, wie gesagt, dass wir da durchkommen werden, aber na gut. Dann halt nicht. Können wir ihn aufmachen? Drücken Sie Q für den Überlebenssinn. Leer. Holy shit. Boah, ist hier viel Kram. Also hier im Gebäude kann man auf jeden Fall richtig gut was sehen. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Okay. Wer erinnert sich an Haran? Wir machen ihm noch nicht auf. Beziehungsweise gehen da noch nicht durch. Hallo? Ja, jetzt wird mir markiert. Aber ich kann es nicht aufmachen, oder was?
Kannst auch nicht kaputt boxen. Ja, okay. Seifen. Okay. Stofffetzen. Oder ist das die Haustür? Nein. Okay. Warum eine Sequenz? Was zum... Ja. Nur raten. Warum? Hä? Warum? Er spricht doch nicht mehr. Was zum Teufel? Hart. Wir nehmen ja auf jeden Fall alles mit. Weil die Story läuft ja nicht weg, Leute. Muss man immer daran denken. Die Story läuft nicht weg. Deswegen können wir uns hier ruhig Zeit lassen, hier alles mitzunehmen. Ja, das lässt... Ja, okay, von hier lässt sich's öffnen. Okay. Ja, das sehe ich. Und, ja, gut. Dann lass mal hier lang. Ist er krank? Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Hm. Wahrscheinlich echt gut. Wenn er hier in so einer Mega-Hütte steht. Dann wird es wahrscheinlich guter Wein sein. Klingt vertraut. Ja, schon. Ist das eine Anspielung? Wahrscheinlich ist das ganze Haus eine Anspielung. Aber ich schnall's nicht. Ja, wie gesagt, ich hab Dying Light zwar durchgespielt, aber danach kam noch irgendwas, irgendein DLC, irgendwie mit Gesichtslosen und so weiter. Und das habe ich nicht ganz gespielt. Ah, ein Versteck, okay. Irgendwie zur Hälfte oder ein Drittel oder so. Null. Also kenne ich manche Sachen vielleicht auch noch überhaupt nicht. Oder vielleicht kann ich manche Sachen auch noch gar nicht kennen, die einem eigentlich bekannt sein sollten, wenn man das Spiel gespielt hat. Aber ja, wie gesagt, ich habe nicht alles gespielt. Ich habe nur das Hauptspiel gespielt und das DLC zum Teil. Ja, aber mal schauen, an wie viel ich mich noch erinnere. Oder wie viel ich hier noch erkennen werde. Und ja, wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich ist das Haus hier wieder irgendeine Anspielung, wo man sagen sollte, ja, das kommt mir bekannt vor. Oder ja, weiß noch damals, bla bla bla. Aber mir sagt das hier nichts direkt. Und wieder eine Sequenz. Was ist hier denn passiert? Sorry, Dave. Goodbye. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Ja. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Und endlich haben wir wieder Ton bei ihm. Okay. Was zum Teufel war da los? Haben die vergessen, das einzusprechen oder was? Wie ist das, Mann? Weiß nicht. Was ist hier passiert? Es sieht so aus, als wäre es hier in der Zeit stehen geblieben. Holy crap. Also, das
Das gibt mir echt Gänsehaut gerade. Ich weiß nicht, ob die werden sich wahrscheinlich das Leben genommen haben. Werden sich wahrscheinlich was in die Getränke gepackt haben. Haben dann hier richtig fett gefeiert. Aus dem Grund, weil sie genau wussten, wir werden hier wahrscheinlich sowieso keine Chance haben zu überleben. Es sind ja echt viele Leute. Die hätten doch echt eine... Immerhin hatten sie einander. Ja. Die hätten doch echt eine gute Chance gehabt. Ja, und hier ist noch ein Pillendöschen. Also ja, wahrscheinlich haben sie sich was ins Getränk getan. Die hätten doch echt eine gute Chance gehabt zu überleben. Hier sind echt nicht gerade wenig Leute. Alter. Gibt's hier noch eine... So. Deswegen auch. Ja, das war der Vorbote dieses Plakat. Da hätte man sich das schon denken können, ne? Dass es so eine private Feier war, einfach um das alles hier zu beenden. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Holy shit. Komm her. Schau dir das an. Es muss auch echt frustrierend sein, so als Person hier einfach noch zu existieren und die ganzen Leute zu sehen und zu wissen, man hätte einfach, selbst wenn man es probiert hätte, man hätte einfach nichts tun können. Was ist das denn für ein Virus? Reicht es, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt, quasi? Der über die Luft dann einfach übertragen? Weil in Dying Light war es ja so, dass man gebissen werden musste. Quasi wie in jedem Zombie-Spiel. Damit man infiziert wird. Of the World Party. Was ist hier passiert? Ja, man musste ja gebissen werden, damit man infiziert wird und konnte die Verwandlung noch zurückhalten mit Medikamenten. Zwar nicht komplett aufheben, aber ihm war auf jeden Fall schon eine... Alter, geil. Ein Medikament bekannt, mit dem man das Ganze verlangsamen konnte. Setz dich, Kumpel. Die Aussicht, meinst du? Für ja, dich. Mann. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Hier. Sicher? Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, ja, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Ist Crane gestorben im ersten Teil? Habt ihr diesen Typen gefunden?
Warum sagst du das jetzt erst, welchen Typen? Hä? Das... Was jetzt erst sagen? So, das mit dem Typen. Ja, ich will kurz auf Crane eingehen. Das war ja der Hauptcharakter im ersten Teil. Und ich weiß nicht, ob er gestorben ist oder ob er nur weg ist quasi. Ob man nicht weiß, wo er ist. Vielleicht treffen wir ihn ja später. Kann ja auch sein. Muss jetzt nicht zwingend ein Spoiler gewesen sein für mich. Wahrscheinlich werden es die meisten schon wissen, ob er tot ist oder nicht. Aber ja, es könnte ja auch sein, dass er einfach verschollen ist oder weggezogen ist, was auch immer. Oder es könnte ja auch sein, dass er einfach nur denkt, dass er tot ist. So, habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Ich wiederhole mich wahrscheinlich wieder, aber egal. So, warum sagst du das jetzt erst? Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Was denn feiern? Hä, was? Bin ich was? So nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Mhm. Also gut, aber du schuldest mir was. Ja, warum werden die Pilger denn gefürchtet? Hä? Also was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Ja, die ist nicht zu übersehen. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Ja, weißt du, was er dafür will? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Ja, das stimmt. Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, 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 sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige... Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du ein Scheiß über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Nur wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir, irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Was ist jetzt, wenn da... Werden wahrscheinlich Zuhörflaschen gewesen sein, ne? Was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Wenn die irgendwo gefunden haben, hätte es ja auch sein können, dass da noch Gift drin ist. Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz, frühmorgens, der Typ erwartet dich. Ja, das wüsste ich auch gerne, wonach wir suchen. Ist alles ziemlich skurril, alles ziemlich, keine Ahnung, durcheinander geworfen. Man wird einfach direkt in die Story reingepackt. Und man weiß nicht wirklich, worum es geht. Aber ich denke, es wird sich alles noch klären. Wonach wir suchen, was diese ganzen Städte zu tun haben und so weiter. Da fand ich den Einstieg in Dying Light 1 angenehmer.
Aber gut. Wir schauen, was uns das Ganze hier bringt. Und würde mich erstmal fürs Zusehen bedanken. Und ja, wenn ihr auch so viel Bock habt auf das Let's Play wie ich, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und ich genieße jetzt noch ein wenig die schöne Aussicht. Bis demnächst und ciao.